Die Musik ist schön. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beamer und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play, beziehungsweise angespielt, ich weiß es noch nicht ganz so genau, zu Valhalla Hills. Ja Leute, ist ein angespielt erstmal, würde ich sagen, und wir schauen einfach mal, wie es denn so ist oder wie es euch so gefällt. Ich habe vorhin eine halbe Stunde gespielt, handelt sich hierbei um ein Aufbaustrategiespiel und die erste halbe Stunde hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, ne? Also denkt an den Daumen, denkt an Feedback, wenn euch das jetzt hier gefallen sollte, was ihr seht, und dann mache ich bestimmt dann noch ein bisschen mehr dazu. Ne? So, wir werden jetzt nochmal komplett neu anfangen, ich habe extra ein neues Profil erstellt. Und ja, dann zeige ich euch erstmal das Spiel. So, ne? Wird am 24. August rauskommen, by the way. Also wenn ihr jetzt das Video seht, das erste, und also jetzt irgendwie früh, wenn es gerade veröffentlicht wurde, noch ein paar Tage warten, dann könnt ihr euch das Spiel rein theoretisch auch kaufen, wenn es euch denn gefallen sollte. Das so nebenbei. So, Kartencode, ja, wir werden einfach irgendwas Neues auswürfeln. Düm, 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 düm. Und Start. Juhu! Da sind wir. Und da kommen unsere Wikinger, beziehungsweise unsere, ja, man kann das auch so ein bisschen wie Bauarbeiter sagen. Komm runtergeflogen. Willkommen, Leko, Gott des Bauens. Beweise deinem Vater, dass du würdig bist, nach Valhalla zurückzukommen, indem du zufällige Missionen bewältigst, die deinem Fortschritt angepasst sind. Alles, was du machst, kann neue Möglichkeiten und Herausforderungen öffnen. Ja, das ist jetzt noch die erste Karte. Ich kann das jetzt auch an sich so erklären. Das ist noch die erste Karte. Und unser Ziel ist es, unsere Wikinger nach Valhalla zu schicken, ne? Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, indem wir jetzt schön bauen und so weiter, dass die irgendwie durch dieses Portal da kommen. Und wenn die es einmal geschafft haben, geht es auf die nächste Insel. Wir schalten neue Bauoptionen frei. Es wird aber immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und wir haben aber immer mehr Möglichkeiten. Und was einem als erstes auffällt, ist wirklich diese liebevolle, super, super niedliche Grafik. Also ich finde die super gut. Und die Wikinger sind auch großartig. Haben, glaube ich, auch alle Namen, ne? Das ist der Pjarne. Das ist Jette. Was haben wir hier? Der Estrid. Ingmar. Und hier haben wir Lenja. Großartig. So gut, dann legen wir erstmal los. Das ist jetzt erstmal wirklich noch ein Basiszeug. Wir können jetzt bauen ein Holzfällerlager, dann Logistik, ein Wohnzelt und Militär können wir auch noch gar nichts bauen. Das ist wirklich jetzt erstmal noch der Kleinscheiß hier. Also, Holzfällerlager machen wir erstmal und dann haben wir jetzt hier mal so einen Radius, das ist dann der Abbauradius. Es macht also Sinn, das irgendwie so zu bauen, dass da viele Bäume in der Nähe sind. Machen wir einfach mal... Ich mach's erstmal hier wirklich hin, wo es Sinn macht. Das Ding ist nämlich... dass es dann so gemacht ist, man kann das Portal erst öffnen, ne, wo man die dann durchschicken muss, wenn ein Wikinger in der Nähe gewesen ist. Ne. Bedeutet, man muss sich dann Step by Step dann so langsam ein bisschen hochbauen. Und die ganzen Portale und so, die da verbergen sich auch immer Gefahren dahinter. Also sobald man das öffnet, kann es sein, dass dann Gegner kommen und entweder man bekämpft die dann oder man macht irgendwelche Opfergaben. Zumindest wird es dann im weiteren Verlauf des Spiels dann so sein. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Karten oder so hatte ich vorhin gespielt. Und es kam wirklich jedes Mal ganz viel neues Zeug dazu, was man dann auch bauen konnte. Ne? Also jetzt noch am Ball bleiben, da kommt noch einiges auf jeden Fall. So, aber was dann noch mehr kommt und so, das werden wir vielleicht dann zusammen erfahren. So, dann mache ich mal noch ein Wohnzelt. Wohngebäude erhöhen die Anzahl der aktiv arbeitenden Wikinger, die sich dann nicht unter Bäume betten. Ja, das ist gut auf jeden Fall. Und ich glaube, desto mehr Wohnzelte wir haben, desto mehr Wikinger können wir dann auch rufen. Zumindest hatte ich das vorhin irgendwie so gesehen. So, jetzt bauen wir es einfach mal hier hin. Batsch. So, rein theoretisch können wir das Portal dann wahrscheinlich schon öffnen, wenn das gebaut wurde. Dann könnte ich mir zumindest vorstellen. Es ist gerade dunkel. Was machst denn du, Estrid? Du guckst dir den Mond an. Zusammen mit Ingmar. Man kann übrigens auch die Wikinger im Menü und so, kann man die dann auch gestalten. Man kann denen verschiedene Helme geben. Verschiedene, weiß ich nicht, irgendwelche Skins etc. pp. Also das ist schon, zumindest schon mal sehr, sehr liebevoll gemacht. Und jetzt guckt mal. Hier ist gerade wieder einer runtergefallen. Aber wahrscheinlich, weil ich das Haus gebaut habe. Da ist wieder einer dazugekommen. Gebäude ausschalten, umziehen, abreißen. Jo, das geht ja auch. Aber es ist alles vorlesen, halte ich jetzt für nicht notwendig. Das kann ich auch so jetzt einfach alles erklären. Wenn es denn gebraucht wird. So, und das Wohnzelt ist auch fertig. Aber hier, das kann man noch nicht öffnen. Da muss irgendwie erst noch ein Wikinger in die Nähe. Ich baue mal noch. Wenn ich hier jetzt ein Haus hinbaue, müsste ich rein theoretisch das Portal dann öffnen können. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen schneller. Ist ja jetzt wirklich noch das Tut-Level. Oder die ersten Level sind noch Tut-Level. So, Portale. Deine Wikinger haben ein Portal entdeckt, hinter dem hoffentlich Bifröst liegt. Jene Regenbogenbrücke, die sie nach Asgard bringen könnte.
Ja, aber ich muss ja immer an Vikings denken und so. Ich finde, ich mag Wikinger total gerne. Oder Beards bei Rocket Beans. Oh, jojo, das hatte ich ja vorhin nochmal schon ein bisschen erklärt. Was hätten wir? Okay, und jetzt müssen wir es rein theoretisch öffnen können. Genau, weil ein Wikinger in der Nähe gewesen ist von dem Portal. Später wird das dann ein bisschen schwieriger, weil die Karten werden auch über die Zeit natürlich immer größer und so weiter. Okay, und dann öffnen wir nochmal das Portal jetzt hier, würde ich vorschlagen. So, Sieg! Deine Wikinger haben viel Mut bewiesen und durch all ihre Taten mächtig Ehre gesammelt. Jeder Zuwachs an Ehre lässt sie im Ansehen Odins steigen und bringt sie dem Einlass nach Valhalla ein Stück näher. Außerdem schalten zahlreiche Aktionen deine Wikinger Erfolge frei. Dies können neue Gebäude, Technologien oder andere Dinge sein. Neue Erfolge kannst du stets ab der nächsten Mission nutzen. Jupp. Müssen wir Bescheid und machen weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Eiswikinger, Fischer, also eine Fischerhütte, eine kleine Karte, Kaninchen. Die putzigen kleinen Nager können vom Jäger erlegt werden und... Ah, okay, also ist einfach nur eine neue Ressource, wenn man es so nimmt. Aber Kaninchen sind ja auch lecker. Lecker, sage ich schon. Ich wollte eigentlich sagen niedlich. Sind ja eigentlich niedlich, kann man auch streicheln. So, Kampflager, Mindestgrößenerhöhung, Opferstätte, Gipfelstürmer und Götterzorn 1. Die erste Karte hat zwar noch keinen Gipfel, aber hey, du hast gewonnen. Großartig. Humor haben sie also auch bei Daedalic. Großartig. So gut, nächste Karte. Da bist du ja wieder, der erste Gang, bla 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 bla. Und jetzt können wir auch Opferstätten bauen, womit wir dann sozusagen die, wenn dann mal wirklich so ein Portalwächter kommt, damit könnten wir die dann mit Opfergaben besänftigen. Ja? Das werden wir jetzt ja auch einfach mal probieren, würde ich vorschlagen. So, als erstes bauen wir wieder eine Holzfällerhütte. Und jetzt können wir auch eine Fischerhütte schon bauen. Ne? Also Step by Step kommt immer mehr Zeug dazu. So, da bauen wir die erste wirklich mal schön mittig, dass wir schön viel Holz haben. Können auch sagen, hier irgendwie. Na, ich baue mal hier eine hin. Bauen wir gleich zwei, würde ich vorschlagen. Und hier eine hin. So, Fischer und Jäger. Jupp. Ja, Fischerhütte dürfte ziemlich einleuchtend sein. Man muss halt, wichtig ist, dass man immer darauf achtet, dass dieses Raster... Machen wir mal hier hin, das ist sehr, sehr gut. Dass dieses Raster ungefähr das abdeckt, was man auch haben möchte. Ne? Später wird man auch Wege bauen können und so weiter und so weiter. Man kann halt die Wikinger selber nicht steuern. Man sieht hier nur irgendwie den bevorzugten Weg, den die gerne laufen. Aber das kann man später dann dadurch beeinflussen, dass man dann Wege baut und so. Also erinnert auch ein bisschen wirklich an Siedler. Aber andererseits erinnert es mich auch ein bisschen an Craft the World irgendwie. Wegen diesem Portal. Da war das ja auch so gewesen. Ne? Und es hat aber gleichermaßen diesen Wuselfaktor von beiden Spielen. Also ich finde das... Ich finde das schön. Mir gefällt das. Und da sind jetzt auch die Kaninchen, die wir freigeschaltet haben. Großartig. Die putzigen kleinen Nager können vom Jäger erlegt werden und liefern Fleisch und Leder. Ja, man kann sie streicheln, weil sie niedlich sind. Guck mal da hinten, da ist sogar ein Vulkan. Würde mich jetzt natürlich auch mal interessieren, ob irgendwann der Vulkan ausbrechen. Ne, der bricht ja quasi eigentlich schon aus. Aber ob der uns irgendwann bedrohen könnte oder so. Könnte mir zumindest vorstellen. So gut, so gut, so gut. Dann machen wir erstmal Fische heute. Haben wir auch schon. Ist die schon fertig? Die ist fertig. So, sieht man noch 0 von 5, aber über die Zeit. Der Piane arbeitet jetzt als Fischer. Müsste da eigentlich... Ah, hier, da ist er, da unten. Das ist der Piane, ne? Ja, das ist der Piane. Hat momentan noch nicht so viel Hunger, ist gut ausgeschlafen. Und die Ehre, die überhöhen wir dann ja über die Zeit. Und wie gesagt, darüber schalten wir dann neue Sachen frei. Und eine Angel hat er auch schon. Und die Angel hat er höchstwahrscheinlich aus Holz hergestellt, ne? Der gute Piane. So, wie sieht's aus? Bislang hat er noch nichts gefangen. Ich weiß nicht, ob man darauf achten muss, wo hier Fische sind und so weiter. Aber ich sehe da jetzt keine Ressourcenangabe, was das angeht. So gut, machen wir weiter erstmal. Militär, können wir jetzt Kampflager bauen und Opferstätte. Mein Problem jetzt mit dem Kampflager ist aber, wir werden wahrscheinlich trotzdem eins bauen. Ich habe es noch nicht hinbekommen, Waffen zu bauen. Ich gehe davon aus, dass das erst später geht. Also Bögen und Äxte und so weiter, dass man das erst später bauen kann. Müssen wir mal gucken. Soweit habe ich noch nicht gespielt vorhin. Beim Antesten. So gut, dann machen wir eine Opferstätte. Die baue ich sogar gleich mal hier hin, weil dann können wir dann gleich das Portal sogar schon öffnen. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist schön, ich mag diesen Wuselfaktor. Ich stehe da ja drauf. Und man kann übrigens auch, wenn man auf das Stadtportal hier klickt, das ist das Ding hier, sie hat auch eine gewisse Übersicht, ne? Gesammelte Ehre, gerufene Wikinger 9 von 30, Wikinger-Kapazität. Da muss ich also erst wieder dann Häuser bauen, wenn ich mehr als 10 haben möchte, also mehr als 10 Wikinger. Und wir haben 3 arbeitslose Wikinger. Das ist aber nicht so schlimm, weil wenn man was baut und so, dann hat man dann auch wieder welche was zu tun und so weiter. Also man sollte, glaube ich, auch mal ein paar arbeitslose Wikinger haben. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und man kann auch neue anfordern, wenn man möchte. Momentan kann ich maximal einen noch anfordern. Das kann man ja mal machen. Wer müsste jetzt eigentlich...
Wird direkt aus dem Himmel nach unten hier geschickt. Großartig. So, gut, Leute, wir gucken jetzt mal eben. Okay, momentan haben sie noch nicht angefangen. Ich mach mal ein kleines bisschen schneller. Ah, hier. Die Lenia fängt jetzt an. So. Okay. Dann gucken wir mal eben. Also auf jeden Fall müssen wir das Portal können wir jetzt wieder öffnen. Das geht jetzt, weil die Lenia in der Nähe ist. Oder in der Nähe war. Mögliche Opferungen. Da ist ein Portalwächter und dieser braucht 5 Fisch. Das bedeutet sozusagen, wenn ich jetzt das Portal öffne und nicht die Opfergabe gebe, dann würde ein Portalwächter auftauchen. Wenn ich ihm 5 Fische gebe, dann wird der Portalwächter nicht auftauchen. Ich überlege nur, ich würde euch das vielleicht trotzdem mal zeigen. Ah, das können wir auch später dann machen. Also die Portalwächter werden wir dann früher oder später noch sehen. Ich mache jetzt einfach Opferung starten. So, dann müssen die jetzt noch den Fischer hinbringen. Dann wird die Opfergabe. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil das Spiel irgendwie finde ich das toll. Dann wird die Opfergabe dann vollbracht und im Anschluss können wir das Portal öffnen, ohne dass ein Wächter auftaucht. Und dann schalten wir dann die nächste Karte frei mit den nächsten Gebäuden, die wir bauen können und so weiter und so weiter. So, ich mache mal eben ein bisschen schneller, weil das werden wir jetzt noch schnell abschließen hier. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil die Fischerhütte so weit weg ist. So, wie sieht's aus? Hallo, wir brauchen Fisch. Wir brauchen Fisch. Also das kann natürlich das Problem sein, dass er immer noch kein Fisch gesammelt hat. Doch, hier, guck mal. 6-mal Fisch haben wir hier. Nee, das ist die... Ah, okay, das ist die Produktionsrate. Also 6 Fisch wird hier... Der Fischer angelt am Meer oder in Seen nach dieser Nahrung. Mich würde jetzt nur das Verhältnis interessieren von dieser Rate. Also 6 Fisch pro Minute, pro Stunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ja 5 und 5 Fisch drin. Das müssten die jetzt nur noch da irgendwie hinbringen. Okay, Leute, das funktioniert so leider nicht. Und ich glaube auch zu wissen, warum. Höchstwahrscheinlich muss die Opferstätte im Einzugsgebiet sein von der Fischressource. Später kann man das ja dann noch ein bisschen kontrollieren, weil man dann noch Lagerhäuser bauen kann. Ich muss die Opferstätte woanders hinsetzen, damit das funktioniert. Okay, dann reiße ich das Gebäude nochmal ganz schnell ab. Eben, da habe ich wieder was gelernt. Ich bin ja auch noch ganz am Anfang von dem Spiel. So, nochmal. Also, Militär, Opferstätte. Wir bauen die jetzt hier hin. Dann ist sie im Einzugsgebiet von der Fischerhütte und dann müsste ich eigentlich die Opfergabe machen können. Und dann kommt kein Portalwächter und wir können einfach durchlaufen, wenn wir das Portal dann öffnen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Mal gucken. Aber so würde das eher ablaufen. Wir würden das alles jetzt hier dann noch gemeinsam lernen. Wie gesagt, ich habe dann nur bis zur dritten Karte gespielt. So, mögliche Opferung. Starten bitte. Und jetzt müssen die den Fisch von hier eigentlich rüberbringen, wenn alles glatt läuft. Juhu, Leute! 1 von 5. Jetzt funktioniert's, Leute. Jetzt funktioniert's. Ich guck mal, kann ich noch eine Fischerhütte bauen? Dann wird das vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ich könnte hier noch welche hinsetzen. Dann setzen wir mal hier noch eine hin. So, 3 von 5. Ja, guck mal hier, der schläft. 4 von 5. Juhu, Leute, wir haben es jetzt endlich. Okay, Leute, es hat funktioniert. Ich habe es also den Moment ein bisschen verpasst. Keine Opferung verfügbar. Bedeutet, wir haben den einen Portalwächter jetzt die Opfergabe gegeben. Und wir müssten jetzt das Portal öffnen können, ohne dass ein Wächter kommt. Finde ich gar nicht so schlecht, weil wir, wie gesagt, noch keine Waffen herstellen können. Zumindest war das auch, was mir jetzt hier so gedacht gewesen. Ne? Macht ja Sinn. Wir können eine Fischerhütte bauen, plus wir sollen Fisch opfern. Ja, das ist natürlich immer noch ziemlich basic-mäßig. So, gut. Schließen. Und es kommt kein Portalwächter. Ne? Sonst wäre jetzt noch einer gekommen irgendwie und den hätten wir erst bekämpfen müssen. Okay, dann nächste Mission bitte. Neue Folge Hackblock können wir jetzt. Keine Säge könnte Baumstämme besser in Planken zu legen als der Arbeiter am Hackblock mit seiner geschärften Axt. Ich glaube, das ist eine Erweiterung für das Holzfällerlager. Jetzt können wir auch endlich Wege bauen, also einen Pfad. Dann können wir Lager bauen, Jäger. Gibt es jetzt auch. Für die Hasen und so weiter, würde ich mal schätzen. Nicht Captain Obvious. Lagerfeuer geht jetzt, Binnensee, Schneeboden, kleiner Sockel und mittlerer Sockel. Cool. In diesem Sinne, Leute, ne, würde ich mich erstmal mit dieser Folge hier verabschieden. Wie gesagt, denkt an den Daumen, denkt an Feedback, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Spiel genauso gut gefällt wie mir. Und dann sehen wir uns vielleicht nächste Folge dann wieder. Macht's gut, ne? Tschüssi.